In der Elbestadt Schönebeck gibt es zahlreiche Sportvereine. Durch die Nähe zum Wasser haben sich auch viele Freunde des Angelsports zusammengefunden. Doch um legal an den Gewässern angeln zu dürfen, bedarf es einen Friedfisch-Fischereischein, welchen man durch eine Prüfung beim Kreisangelverein Schönebeck in der Wilhelm-Helge-Straße 233 erhalten kann. Unsere Prüflinge haben diese Prüfung alle bestanden. Da sind wir persönlich auch sehr stolz drauf, da wir diese Prüfung natürlich auch mit den Prüflingen vorbereitet haben in diversen Schnupperkursen, die wir anbieten. Wir ermöglichen mit der abgeschlossenen Prüfung die Grundlagen des Naturschutzes und den Einstieg in den Angelsport. So wurden im Theorieteil Fragen rund um Angel, Fischarten, Verhalten an den Gewässern sowie gesetzliche Regelungen gestellt. Zu den praktischen Aufgaben zählen unter anderem die Zusammenstellung des Equipments sowie das Erklären einzelner Bestandteile. Besonders die Prüfkommission des Kreisangelvereins Schönebeck freut sich darüber, die Prüfung für den Kinder- und Erwachsenenschein abzunehmen und damit auch den zukünftigen Angelsportfreunden ausreichende Grundkenntnisse zu vermitteln. Ziele der Prüfungskommission sind unter anderem auch der Naturschutz und natürlich das Fördern der Jugend vom Fernseher wegzuholen oder vom PC. Denn viele unserer Jugendliche sind ja nur noch drin und nicht mehr in der Natur. Die Prüfungskommission bietet unter anderem auch einen Schnupperkurs für Jugendliche im Alter von 8 bis 14 an. Die Informationen sind in der Geschäftsstelle zu erfragen, donnerstags zwischen 13 und 18 Uhr. Dieses kostenlose Angebot können auch interessierte Schulklassen im Rahmen eines Projekttages nutzen, um mehr über den Angelsport und den damit verbundenen Naturschutz zu erfahren. Vielleicht entdeckt auch der ein oder andere Schüler das Angeln für sich, wodurch die über 40 Angelvereine mit ca. 1500 Mitgliedern um weitere Angelsportfreunde im Kreisgebiet Schönebeck bereichert werden können.